Willkommen zum heutigen Video. Weniger ist mehr, mal wieder das Motto. Ich werde euch zeigen, was wir alles für Möglichkeiten haben mit dieser einfachen, simplen Werkbank. Es gibt hier ein paar Spezifikationen, die ich hinzugefügt habe, damit ich hier professionell arbeiten kann. Alles, was ich an Werkzeug brauche, findet ihr hinter mir und neben mir. Das ist alles, was ich an Elektrowerkzeugen habe und überhaupt auch benötige. Links im Bild könnt ihr noch eine Ständerbohrmaschine dann irgendwann mal sehen. Das war's. Wir brauchen keine große Formatkreissäge, wir brauchen aber auch keine Bosch, DeWalt, GTS, Muffel, Erika, Festool, was auch immer. Wir brauchen nur eine Tauchsäge. Wir können sicher arbeiten, wir können präzise arbeiten. Wir können auch eigentlich fast alles, was wir auch an einer Tischkreissäge umsetzen können, hiermit jetzt auch umsetzen. Schlitz- und Zapfenverbindungen sind zukünftig auch mit der Tauchsäge kein Problem mehr. Besonderes Augenmerk legt auf die Hinterzange, auch wenn die jetzt hier vorne montiert ist. Die ist vielleicht für viele von euch interessant. Für weniger als 10 Euro könnt ihr das hier nachbauen und habt damit eine sehr stabile, funktionale Hinterzange. Wir sehen uns das jetzt hier einmal kurz im Video an. Ich zeige euch, was ich mir für Gedanken gemacht habe und danach besprechen wir das nochmal im Einzelnen. Kurze Erklärung zu der Hinterzange. So sieht das Ganze aus. Also hier unten kleines Klötzchen dran, 18er Multiplex. Hier oben noch ein Falz, wo ich dann ein bisschen Gummi eingelassen habe, um das Werkstück nicht zu beschädigen. Diese Führungen sorgen dafür, dass die Hinterzange sich seitlich nicht zu viel bewegen kann. Ich hatte das am Anfang ohne diese Führung und dann kann es halt eben passieren, dass sich das nach links und rechts bewegt. Ihr könnt sehen, mit ein bisschen Kraft passiert das jetzt hier immer noch, aber das ist wenig, ja, und damit auch vollkommen ausreichend. Durch die Nut kann ich jetzt hier die Hinterzange nach oben und unten bewegen. Das heißt wirklich, dass die gerade so über die Tischkante steht oder halt eben ausreichend, ja, dass ich auch meine Bohle da entsprechend festhalten kann. Kommen wir zur Hinterzange. Die ist bei mir jetzt vorne montiert, einfach aus ergonomischen Gründen. Und als erstes wird jetzt hier einmal der Bankhaken eingelegt, jetzt das Werkstück und jetzt kann ich mir hier genau die Höhe suchen, an der ich jetzt das Werkstück fixieren möchte. Wir machen das jetzt hier mal unterhalb von diesem Schlitz und wir können sehen, ich kann jetzt hier das richtig schön anknallen und verschiebe auch wieder eher die ganze Hobelbank. Nutzen wir die Gelegenheit, machen noch mal ein paar Züge. Und im Schrobwurbel auch nochmal. Wenn wir schon mal hier sind. Schmale Werkstücke fixiere ich hier mit den Einhangzwingen und das ist dann wie so eine Art Vorderzange. Die können hier auch schön feste montiert werden. Und ihr seht, dann verschiebe ich eher hier meine gesamte Werkbank oder auch breitere Stücke. Dazu ist diese Nut vorgesehen und da kann ich dann einmal hier fixieren und hier entsprechend auch in der Nut, je nachdem, wo es halt eben passt, bis zu einer Breite von 50 cm einspannen. In unserer Lochreihe werden jetzt hier zunächst die Bankhaken eingeschraubt. Damit ist dann auch garantiert, dass die sich nicht bewegen können und auch nicht nach oben rausrutschen. Jetzt kommt das Anschlagsystem. Der vordere Bankhaken wird hier an dieser Stelle fixiert. Der hintere ist dagegen noch frei beweglich und meistens mache ich es so, dass ich erst hier hinten einmal ansetze und ihn dann in das passende Loch so reinschiebe. Jetzt habe ich hier die Skala und hier könnt ihr sehen, kann ich mit diesem Anschlag bis zu einer Länge von vorerst 1,40 m mir ein exaktes Maß einstellen und wenn ich auch seitlich erstmal ein bisschen besäumen möchte, dann kann ich hier den Anschlag auch wieder hoch machen und das Ganze wirklich millimetergenau einstellen. Das eigentliche Schienensystem dürfte bekannt sein. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt hier die Führungsschiene
an unseren Bankhaken fixieren. Ich habe mich jetzt hier für die Variante von UJK entschieden. Fand ich von der Preis-Leistung her jetzt überzeugend. Gibt auch teurere, gibt auch günstigere, aber ich denke, das passt soweit ganz gut. Und jetzt muss ich mir einfach nur hier auf der Tauchsäge noch die Höhe einstellen. Das ist ehrlich gesagt noch das Nervigste, da arbeite ich auch noch dran. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal abnehmen. Das sind ja so um die 23 mm. Meistens stelle ich es dann ein paar Millimeter gröber ein. Also jetzt mal hier so auf 26 und dann können wir unseren Schnitt machen. Sofern der Schnitt nicht rechtwinklig ist, habe ich hier noch die Möglichkeit, um ein paar Grad das Ganze auszunivellieren. Das heißt, ich kann ihn jetzt auch hier, je nachdem, wohin soll, arretieren und dann nochmal mit der 5-Schnitt-Methode das Ganze korrigieren, solange bis es halt eben passt. Ihr seht jetzt hier an der Rückseite rechts eine Nut und in die kann ich jetzt hier diesen Anschlag einlegen. Hier unten drunter ist eine Leiste, die passt genau hier rein. Und damit kann ich jetzt hier nach links und rechts diese Schiene bewegen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mal ein Werkstück einzuspannen und mal eine Schlitz- und Zapfenverbindung herzustellen. Ich nehme jetzt hier ein Werkstück, lasse das jetzt hier an die Führungsschiene stoßen. Es wird jetzt einmal hier fixiert. Dass es auch schön sauber anliegt. Und jetzt suche ich mir noch die Position, an welcher ich den ersten Schnitt machen möchte. Und auch da wird das Ganze einmal kurz fixiert. Und jetzt kann ich schon den ersten Schnitt machen. Wer die Werkbank exakt so nachbauen möchte, der findet unten in der Beschreibung kostenlose 3D-Daten. Einfach runterladen, Maße rausziehen und dann könnt ihr loslegen. Ich würde empfehlen, lasst euch das doch einfach im Baumarkt schon passend zurechtschneiden. Wenn hier und da mal ein Millimeter nicht stimmt, ist das für diese Werkbank nicht relevant. Ja, befreit euch so ein bisschen von dem Gedanken, das passt schon. Zum Material, was man verwendet. Ich habe jetzt hier 18 mm Birke Multiplex verwendet. Das ist natürlich ein durchaus größerer Posten an Geld, der hier auf einen zukommt, je nachdem, was ihr für Preise habt. Könnt ihr ausrechnen. Ich habe hierfür noch 35 Euro bezahlt. Das ist natürlich ja, für viele wahrscheinlich noch ein Traum, so wenig für Multiplex zu bezahlen. Ihr könnt natürlich ein bisschen kombinieren und sagen, ich mache hier die Seiten, also die Wangen und hier die Schürze oder Zarge, je nachdem, wie man es nennen möchte. Die macht man aus einem günstigeren Material, vielleicht aus einer Tischlerplatte. Hier oben die Deckplatte würde ich aber auf jeden Fall aus Multiplex empfehlen, denn diese Lochreihe, die wird natürlich immer wieder hier so ein bisschen aufgerieben, wenn man da unsere entsprechenden Bankhaken reinsteckt. Da leidet die Mittellage, die wir bei so einer Tischlerplatte haben, die nur aus sehr weichem Material, also Nadelholz besteht, sehr drunter. Das wäre also nicht nachhaltig, da in diese Richtung zu denken. Bei der Hinterzange auch noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Ich habe die Idee davon, weil ich hier diese Niederhalter verwendet habe. Und die Niederhalter funktionieren ja eigentlich in vertikaler Richtung. Ich dachte mir, vielleicht seitlich drehen, dann können wir auch in vertikaler Richtung spannen. Es hat auch eigentlich funktioniert, allerdings ist hier die Auflage relativ gering. Es fängt dann an zu kippeln. Darum habe ich dieses breitere Multiplex-Brett genommen. Ich empfehle euch allerdings, weil ich jetzt auch die Originalkomponenten davon verwendet habe, mit M6 ein bisschen größer zu dimensionieren, also M8 oder M10 Gewindestange und entsprechenden Sterngriff zu verwenden, dann passt das schon ganz gut. Dann können wir da ordentlich Zug drauf geben. Durchmesser habe ich mich für 20 mm bei den Löchern entschieden, hat jetzt einfach so für das System gepasst, was ich mir da so überlegt habe. Hier ist ja auch besonders wichtig, dass ich die hier einschrauben kann. Das heißt, wenn es auch mal hier zu ganz leichten Ungenauigkeiten gekommen wäre beim Bohren, kann ich damit auf jeden Fall garantieren, dass es fest da drin sitzt. An anderer Stelle ist es nicht ganz so wichtig, wenn jetzt also hier der Bankhaken relativ leicht reingeht und selbst wenn er mal so ein Zehntelchen Spiel hat, der wird ja dann eh in eine Richtung gedrückt, dann spielt das auch nicht mal so die große Rolle. Also eigentlich vor allem relevant an der Stelle, wo wir unsere Schiene befestigen möchten.
Leichte Ungenauigkeiten, was jetzt hier den Winkel angeht, die finden wir raus, indem wir die 5-Schnitt-Methode verwenden. Findet ihr unten ein Video in der Beschreibung verlinkt, wo gezeigt wird, was damit gemeint ist. Da können wir dann also auch ohne großen Winkel herausfinden, ob das System hier funktioniert. Und da haben wir die Möglichkeit, weil ich ja nicht garantieren kann, dass hier dieser Winkel rechtwinklig ist, das über diese Schiene ein wenig anzupassen. Das sind vielleicht aber auch nur 2 bis 3 Grad, die ich damit raushole. Wenn es zu groß wird, dann müsst ihr da das Langloch entsprechend noch mal ein bisschen größer machen. Seid kreativ, benutzt, was ihr hier gesehen habt, vielleicht bei eurer Werkbank. Denkt auch mal darüber nach, ich habe jetzt hier die Tauchsäge verwendet, aber wir können natürlich auch hier vorne unsere Oberfräse auf einer Schiene laufen lassen und können hier dann ganz einfach unsere Fingerzinken, unsere Schwalbenschwanzverbindungen herstellen, ohne dass wir uns noch mal eine Vorrichtung bauen müssen. Eine ganze Menge Potenzial, viele Möglichkeiten. Lasst uns mal über die Werkstatteinrichtung hier reden, denn damit ist das Thema Werkbank erstmal abgeschlossen. Ihr werdet die hier sowieso in Zukunft immer wieder sehen. Lasst euch davon inspirieren. Kritisiert auch gerne, was ihr daran anders haben möchtet. Oder fordert mich heraus und sagt, Dominik, genau das kannst du damit nicht machen, was ich aber mit meiner Formatkreissäge kann. Und ich bin motiviert, euch zu zeigen, dass man das auch mit einer Tauchsäge machen kann. Das war's zur Werkbank. Wer sagt, ich möchte gerne mit traditionellen Werkzeugen bauen, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Die Werkbank aus Birkenholz oder bei Heiko Recht, der hat mich da schon lange überholt und baut jetzt schon mittlerweile kleine Möbel an dieser Werkbank. Auch sehr zu empfehlen, gerade wenn man mit dem Hobby einsteigt. Vor mir seht ihr jetzt hier Werkzeuge und mit diesen Werkzeugen werde ich hier in dieser Werkstatt arbeiten. Das andere ist meine Hobbywerkstatt, ja, das ist in so einem kleinen Wäldchen, da sind wir am Wochenende, darum kann ich auch nicht so oft drehen. Manchmal will ich auch einfach nur da rumsitzen und für mich sein, ich brauche nicht immer eine Kamera. Ja. Ich verdiene aber an diesem Ort hier tatsächlich mein Geld. Auf 11,8 Quadratmetern verlassen hier im Monat 2 bis 3 Möbelstücke diese kleinen heiligen Hallen für mich zumindest, ja, auch wenn das jetzt hier nach nicht viel aussieht. Und ein Teil davon poste ich dann entweder im Community Post, könnt ihr dann sehen, oder wenn es soweit ist, für die Zeitschrift Holzwerken, baue ich den Großteil der Möbel und ja, da könnt ihr dann halt eben auch sehen, wie das Ganze dann aussieht in der Zeitschrift. Sind Exklusivrechte, das heißt, ich kann euch da vorab nichts zeigen, habe euch jetzt eigentlich nur so ein bisschen gespoilert, also dieser Biedermeier-Tisch, der ist dann zum Beispiel für die Holzwerken. Gut, an dieser Stelle jetzt hier kurz die Frage, warum sind jetzt hier überall diese weißen Aufkleber drauf? Ich habe mir die Mühe gemacht, alle Werkzeuge abzukleben, weil ich keine Werbung für Werkzeuge machen möchte, auch nicht für Werkzeughändler. Dieser Kanal hat auch keine Monetarisierung bei YouTube, das heißt, ich schalte hier keine Werbung und wenn ihr doch mal Werbung seht, dann ist das, ohne dass ich davon weiß, durch YouTube geschehen. Ich kriege dafür auch keinen einzigen Cent. Das heißt, wenn ihr möchtet, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, dann findet ihr auch unten in der Beschreibung die Möglichkeit, da vielleicht mal ein bisschen was für die Kaffeekasse dazulassen. Vielen Dank an alle, die das bereits getan haben. Ihr ermöglicht mir natürlich auch, dass ich mich hier durchaus öfteren hinstelle und Videos für euch mache. Jetzt haben wir hier alles abgeklebt. Ich werde trotzdem hier und da mal so ein paar Marken vielleicht nennen, weil mir das sonst auch schwerfällt, einfach nur über oder zu reden. Ich denke mal, die meisten Marken kann man hier erkennen. Gut, sei es drum, mehr kann ich nicht machen. Ich gehe einmal kurz durch, was wir hier verwenden. Akkuschrauber, 12 Volt. Warum 12 Volt? Klein, handlich, kompakt, günstig. Ja, das war für mich als Azubi der Grund. Ist es nach wie vor eigentlich immer noch. Ich arbeite sehr gerne mit. Ich hatte eine Zeit lang auch einen 18 Volt. Der ist eigentlich nie im Einsatz, ist mir zu schwer. Ich komme damit überall hin. Kraft ist vollkommen ausreichend heutzutage bei den modernen Dingern. Reicht. Ich habe eine Ständerbohrmaschine, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Da ist ein eine Schlagbohrmaschine drin, Entschuldigung. Und die kann ich dann ausspannen und wenn ich dann vor Ort irgendeine Montage habe, komme ich damit auch mal durch vernünftige Betonwände. Das ist bei den 18-Volt-Maschinen, ja, da muss man viel Geld in die Hand nehmen. Ich finde Akkumaschinen, abgesehen von einem Akkuschrauber, überflüssig. Ja, könnt ihr in einem Blogbeitrag unten verlinkt auch euch mal durchlesen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, gerne. Ich finde das nicht nachhaltig, ich finde es zu teuer. Damit ist die Sache für mich dann schon durch. Und wirklich praktisch finde ich es auch nicht, weil ich die meisten Sachen eh absauge. Also was bringt mir eine Tauchsäge, die alle 2 Sekunden leeren Akku hat und dann eh abgesaugt wird? Marketing, bla bla bla, verkauft sich gut. Ja, Akkugeräte bringen Geld, Akkumarkt wächst. Gut, lassen wir das Thema. Tauchsäge, teures Ding, habt ihr schon erkannt. I know, ist tatsächlich die aktuellste hier, also von 2021, Monat 12. Ist sie wirklich so teuer?
Kostet 480 Euro mit dem zweiten Kreissägeblatt und der Schiene und ist damit günstiger als eine Bosch GTS Baukreissäge. Ja, ich habe keine Zweitsäge. Wenn es eine Zweitsäge wäre, ja, aber ich habe sonst keine Säge. Also ist es für mich eigentlich von Preis-Leistung her eine preiswerte, nicht günstige, aber es ist denn eine preiswerte Säge. Und da habe ich mir die gekauft. Warum Tauchsäge? Wenn ich hier beide Hände dran habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir hier irgendwie ins Sägeblatt gerate, sehr unwahrscheinlich. Und, kurz mal Ohren zu halten, Thema Sawstop, Sägeblattabdeckung, wenn die mal wirklich nach hinten knallt, ja, also in Richtung hier von meinem Rumpf, sonstige Gliedmaßen, dann ist das Sägeblatt direkt abgedeckt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das mir passiert, ist relativ gering. Sägeblatt ist hier weitestgehend abgedeckt, sorgt natürlich auch dafür, dass die Absaugung wesentlich besser funktioniert als bei den meisten Tischkreissägen, Baukreissägen und wir haben auch einen sehr einfachen Sägeblattwechsel. Ja, und ich denke, dass in Kombination mit der Schiene, die dann auch für einen präzisen Schnitt sorgt, haben wir da viele Möglichkeiten. Also Sicherheit, Preis-Leistung, ich denke, es spricht vieles für eine Tauchsäge und ja, ihr werdet auch hier sehen, ich habe ja nichts anderes hier stehen, also werden wir auch alle Projekte damit umsetzen. Bislang funktioniert es hervorragend. Vielleicht komme ich hier und da an meine Grenzen, wenn es um Gärungsschnitte geht. Ja, die versuche ich dann auch schon bewusst zu vermeiden. Ich weiß, dass es für viele von euch aber ein wichtiger Punkt ist und darum werden wir uns auch dem widmen und ich zeige euch, wie wir das vernünftig hinkriegen. Nächste Säge, Stichsäge. Tja, Dominik, was kaufe ich mir für eine Stichsäge, wenn ich rechtwinklige, saubere Schnitte mit der Stichsäge haben will? Da gibt es dann immer ein paar, die ganz, ganz aufgeregt ne, mit dem Fingerschnipsen sagen, ich hätte eine Mafia P1. Ja, ist eine tolle Stichsäge, kostet Schweinegeld. Tja, und macht dann schöne gerade Schnitte, die ich aber eigentlich doch hier mit meiner Tauchsäge noch viel schneller und schöner machen kann. Was bringt mir dann so ein Klotz wie die P1? Ja, also wer die mal in der Hand hatte, das ist schon echt ein Brummer. Also ist bei weitem nicht so schlank wie diese hier. Ist auch ein bisschen dem System geschuldet, dass es halt eben da oben geführt wird und dementsprechend dieser Verlauf nicht so vorhanden ist oder fast gar nicht vorhanden ist. Muss man schon sagen, ist eine gute Stichsäge, aber ich richte mich jetzt auch an euch, die das Ganze als Hobby betreiben. Kauft euch eine Stichsäge für 100, 150 Euro. Sorgt dafür, dass die hier vorne diese Aufnahme haben, SDS, und dann investiert in vernünftige Stichsägeblätter. Denn wenn ihr jedes Mal da so halb verglühte Stichsägeblätter nehmt und euch wundert, dass ihr da nicht vorwärts kommt und der Schnitt verläuft, dann ist das Blatt stumpf. Ihr müsst euch einfach nicht wundern. Das ist genau wie mit einer Bandsäge. Die meisten Verläufe liegen einfach daran, dass mit stumpfen Blättern gearbeitet wird. Und mit stumpfen Werkzeugen arbeiten wir einfach nicht. Es werden, keine Ahnung, wie viele Bücher schon darüber geschrieben wurde, die japanischen Werkzeuge irgendwie spiegelblank zu polieren, dass der Drache im Norden irgendwie auch noch sagt, guten Tag, das hast du jetzt aber richtig scharf gemacht und ich heilige dir, ja, und ihr kriegt da, weiß ich nicht, irgendeinen Orden für verliehen. Aber wer lässt denn seinen Fräser schärfen oder sein Tauchsägeblatt? Habt ihr irgendeinen Schärfdienst? Kümmert ihr euch darum? Ich denke, die wenigsten machen das. Die meisten Werkstätten, die Hobbywerkstätten, die ich betreten habe, wenn ich mir da die Sachen angucke, sieht das katastrophal aus. Dann kommen noch ein paar, die sagen, naja, ich lege die ab und zu in den Tarzer, das bringt schon ganz viel. Ja, bringt auch was. Aber wenn ich jetzt irgendwie euch erzählen würde, ach, leg doch mal irgendwie deinen Stechbeitel, nachdem du da keine Ahnung, wie lange mitgearbeitet hast, in den Tarzer, vielleicht macht die Sache das da schon besser. Merkt er selber, ist Quatsch. Also es gibt irgendwann relativ schnell den Punkt, dass halt eben Sachen nachgeschärft werden müssen. Das ist im Hobbybereich, je nachdem, wie intensiv ihr damit arbeitet, auch durchaus vielleicht einmal oder alle 2 Monate der Fall. Da sucht man sich einen vernünftigen Schärfdienst raus, dann gibt man die Sachen da ab oder investiert vielleicht hier und da bei Fräsern, die man oft benutzt, also bei einem Kopierfräser und vielleicht auch bei einem Phasenfräser, 45 Grad Phasenfräser in Wendeplatten. Kostet einmal ein bisschen mehr, hat man auch ein bisschen länger was von. Gut, das so zur Info. Werde ich auch nochmal ein Video tatsächlich drüber machen. Hier wisst ihr jetzt Bescheid. Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Also vernünftige Schichtsägeblatt für kaufen, ruhig direkt ein paar mehr. Vielleicht auch ein bisschen gröber, dann kann mehr Material abtransportiert werden. Denn wenn halt eben der Widerstand zu groß wird, weil kein Material abgetragen wird durch einen zu kleinen Spanraum, dann verläuft halt eben das Blatt, weil das wie so ein bisschen gegen eine Wand fährt und sich dann überlegt, oh, in welche Richtung soll ich jetzt die Kraft von euch, die immer noch stärker nach vorne drücken, denn jetzt wegnehmen. Das ist eigentlich so die klassische Krankheit.
wie wenn der Forstnerbohrer nicht mehr richtig nach unten geht, dann noch mehr Gas und noch mehr drücken, damit dann so richtig schön qualmt. Ja. Blödsinn. Und genau das tun wir unserer Stichsäge auch nicht an. Denkt dran, wir haben hier nur eine Hubbewegung. Ja, selbst die leichte Pendelbewegung lassen wir jetzt mal außen vor, hauptsächlich ein Hub. Hier haben wir eine Rotation, das heißt, bei der Kreissäge wird jedes Sägezähnchen gleichmäßig abgenutzt. Hier zahlen wir für ein ganzes Sägeblatt, haben in der Regel aber nur ein Drittel ungefähr, was wir benutzen, wenn wir jetzt so hauptsächlich mit Plattenmaterial 19, 18 mm arbeiten. Also das bitte im Hinterkopf behalten. Und jetzt nicht bitte schreiben, was man machen kann, damit man auch die ganzen Zähne vom Sägeblatt benutzen kann mit irgendwelchen Aufbauten darunter. Das schreibt ihr woanders unter die Kommentare. Ja, könnt ihr bei Lifehack24 anfragen. So, was machen wir jetzt hier? Oberfräsen. Ich habe jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen Luxus stehen. Zwei Oberfräsen, ne, also das hier gehört eigentlich zusammen. Warum? Die habe ich hier damals in einem Betrieb günstig bekommen, 200 Euro. Ja, ich weiß, kriegt man jetzt so erstmal nicht auf dem Markt, ja, aber in der Größe für 300, 350 Euro von der Konkurrenz gibt es da auf jeden Fall schon was. 1000 Watt, eigentlich für alle Arbeiten, die ich so mache, ausreichend. Gut, ich baue jetzt keine Treppen, da müsste ich mich dann wahrscheinlich mit der geringen Zustelltiefe zufrieden geben. Aber für die Aufgaben, die ich hier habe im Möbelbau, eine ausreichende Fräse, die auch sehr beliebt ist in vielen Tischlereien. Seit 20 Jahren auf dem Markt, die ist, könnt ihr hier, damit ihr mir das glaubt, auch noch mal im Originalfoto sehen, von 2001. Wahnsinn, also schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. So lange habe ich sie nicht. Ich glaube, ich habe die jetzt ungefähr seit 10 Jahren ungefähr. Ja, hat sich nicht so viel getan, fast 20 Jahre lang unverändert geblieben. Jetzt gibt es ein Update. So ein paar Sachen haben mich da auch immer schon genervt an der. Also hier unten ist zum Beispiel der Absaugschlauch so nah dran, dass der auch manchmal über die Werkstücke schleift. Ist ein bisschen nervig. Ein paar andere Anbauteile sind ein bisschen nervig. Ja, die neue hat ein paar Details, die besser sind, aber deswegen kaufe ich mir jetzt keine neue Oberfräse. Ja. Hier nicht wundern über den Bohrer. Das ist gerade eine kleine Spielerei, die ich noch gemacht habe. Es gibt aber auch so Veränderungen, wie das hier vorne zum Beispiel jetzt bei der neuen steht, Plus oder Minus, ob man die jetzt hoch oder runter kurbelt. Ja, kann man sich auch einfach wirklich ein Edding nehmen, da drauf kritzeln, das ist auch gut. Dann muss ja die Marketingagentur sich nicht die Arbeit machen, dafür extra Fotos zu schießen und das als irgendeine Neuerung anzupreisen. Die habe ich mir dann aber halt eben gekauft und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, so einen Kantentrimmer wollte ich eigentlich auch schon immer haben. Ist doch eine coole Sache. Habe mir den geholt. Meister von mir in der Ausbildung hatte den damals auch. Und irgendwann dachte ich mir, komm, ist ja schon ganz praktisch, das Ding. Dann habe ich mir vor kurzem hier diesen Fräskorb noch dazu gekauft. Das ist jetzt nicht das Original. Also es ist die Original Makita. Und das hier ist der Katsu Fräskorb, weil ich den von Makita an der Stelle nicht gefunden habe. Habe dann aber gesehen, den kann man auch nochmal separat nachkaufen. Schlecht recherchiert meinerseits. Es gibt auch ein paar Vergleiche, wo diese Katsu, ich denke mal, das spricht man so aus, dann als 1:1 Kopie von dem Makita dann auch ja, da deklariert wird. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe die sehr, sehr lange schon im Einsatz, einmal die Kohlen wechseln müssen und ansonsten läuft die wie ein Uhrwerk. Damals im gewerblichen Bereich, mein Meister hat die ganz am Ende dann ausgetauscht, weil die Kugellager durch waren. Also die Lager durch waren. Ja, da hat das dann einfach nicht mehr funktioniert oder war Motor abgeraucht, ich weiß es nicht mehr. Aber die hat Ewigkeiten geackert und wirklich von früh bis spät viel Platte wurde da gemacht und die hat Kanten gefräst ohne Ende. Ich denke mal, das ist ein normales Heimwerkerleben, was sie da auf jeden Fall durch hatte, bevor sie dann hops gegangen ist. Das in Kombination finde ich klasse von der Preis-Leistung her. Da habe ich die letzten Projekte mit gearbeitet, fand das super, hat mir viel Spaß gemacht, auch klein, kompakt. Hier auch gerade unten diese Bohrung sehr, sehr einfach. Da konnte man schnell auch mal Anbauteile für machen, Fräszirkel, um Furnier irgendwie bündig zu fräsen, auch mal eine Platte drunter gemacht. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Darum ist jetzt die wahrscheinlich hauptsächlich bei mir handgeführt im Einsatz und die kommt jetzt hier nach unten in den Frästisch rein. Da werde ich euch bald ein System zeigen. Da freue ich mich schon drauf. Ist auch so wahrscheinlich noch nicht bekannt. Ja, aber ich denke mal, das hier ist eine gute Sache. Ja, zuletzt noch der Excenta, die einzige Sache, die ich mir jetzt hier nicht selber gekauft habe. Liebe Grüße an Max, Kumpel von mir, der ja, hat einen ganz, ganz guten Bezug zu der Firma und hat mir den dann zur Verfügung gestellt. Hatte dann vorher für
längere Zeit einen Bosch im Einsatz, der hat Juvo gemacht. Hat mir nicht so gut gefallen, ein Bosch GEX, wenn es euch interessiert. War nicht meins. Ewigkeiten hoch, du hast hier oben dann den Pistolengriff. Also vom Gefühl her war das ungefähr wie so mit einer Oberfräse zu schleifen. Hat mir keinen Spaß gemacht. Ich weiß, dass die Festool-Dinger auch ganz früher auch mal so aussahen. Kann ich empfehlen, möglichst nah dran zu arbeiten, habe ich einfach mehr Kontrolle. Das hier mit dem Hebel finde ich nicht so super, weil man hier wirklich die ganze Zeit das auch so drauflegen muss. Ich fände es eigentlich schöner, wenn hier ein Schalter wäre, dass die dauerhaft läuft. Und wenn ich den Schalter ausmache, dann ist die Maschine auch aus. Mir ist tatsächlich ein paar Mal passiert, dass ich den hier so irgendwie kurz abgelegt habe oder die stand hier so und ich habe irgendwie was gegriffen und brrr, dann geht es halt eben los. Das ist halt eben eine blöde Sache. Ja. Darum, ja, also auch nicht perfekt. Auch hier ist die Absaugung so mittelmäßig. Aber ja, ich denke, so für die Arbeiten bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. 150 mm Durchmesser, damit ich auch ein bisschen Abtrag habe. 5 mm Hub, auch hier für den Abtrag. Ich mache überwiegend Massivholz. Bei Furnierarbeiten bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger. 3 mm, 2,5 mm Hub brauche ich nicht, denn ich, ja, wäre halt eben der Fall, wenn ich überwiegend Lackier- oder Furnierarbeit hätte. Habe ich aber nicht. So, das sind die Maschinen. Wie gesagt, noch eine vernünftige Absaugung und eine Ständerbohrmaschine. Kenne vielleicht, ist von Wabeco. Ja, da ist dann auch so eine Schlagbohrmaschine drin. Hat ausreichend Kraft für einen 35 mm Forstner Bohrer. Ausreichend präzise. Passt. Werde da aber auch wahrscheinlich eher selten in Projekten sehen. Ansonsten habe ich hier ganz normale Handwerkszeuge. Ihr seht hier ein paar günstige Korpuszwingen. Dank an Fabi, die Hälfte davon hat er mir geschenkt, weil er selber keinen Bock mehr drauf hatte. Also die sind nicht gerade geil, aber sind halt eben günstig. Darum habe ich mir die als Azubi mal gekauft und benutze die halt eben immer noch. Gut, habe mir dann irgendwann, weil ich was Besseres wollte, hier diese Rohrschraubzwingen gekauft. Heiko Rech hat die vorgestellt. Ich habe sie auch mal in einem Blog vorgestellt. Findet ihr unten verlinkt. Die sind echt klasse. Preis-Leistung, der Wahnsinn. Ja, also Vierer-Set davon in 1 Meter Länge für um die 100 Euro. Kauft da bitte die zöllige Variante. Nicht die Halb, nee, Dreiviertel Zoll und nicht die Halbzoll-Variante. Die sind ein bisschen mager. Die verziehen sich dann halt eben, wenn man ein bisschen mehr Anpressdruck drauf gibt. Da sind die schon besser. Ja, ansonsten, guckt euch um, sagt, was euch noch irgendwie interessiert. Alter Schrupphobel, Putzhobel, paar Stecheisen. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich hier irgendwie Besonderes habe. Ich glaube, das Teuerste, was hier noch drin ist, ist so ein Starrett-Kombi-Winkel, den habe ich mir mal geleistet. Klar, der kostet 100 Euro. Ja, habe ich mir mal gegönnt. Ne? Aber der ist auch so viel im Einsatz, habe ich mir gedacht, da lohnt sich ein bisschen Präzision auch. Ansonsten, ja, fragt. Aber ich glaube, hier ist nichts bei, wo man irgendwie sagt, oh Gott, das geht ja weit über das, was man sich leisten kann, hinaus. Hier nochmal, habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, die Einhandzwingen im Einsatz. Ja, gut, bevor es aufkommt, fällt mir gerade noch auf hier, diese Bolzen, die kosten natürlich auch ein bisschen, also man muss für das System auch nochmal 100 Euro plus draufrechnen. Bei der Tauchsäge fällt mir gerade noch so ein. So, jetzt habe ich genug gequatscht, das war jetzt ein bisschen die Einführung. Ich freue mich auf nächste Videos mit euch. Bei Fragen gerne fragen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.